Verzeih den plötzlichen Abgang. Ein kleines Missverständnis. Leider nur eins von vielen. Ah, Himmel. Tut mir leid, Freund, das war meine Schuld. Ich versuche nur, den Spanier nicht ins Auge zu fallen. Das macht fast nichts. Unglücklicherweise haben die Soldaten meinen Zucker konfisziert. Und eure Depesche. Mist. Wo sind sie hin? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Schätze, diese Burschen wissen es, doch mein Spanisch ist muy maldad. Also frage ich lieber nicht. Verdammt. Nun gut, komm, folgen wir ihnen und retten meine Karten. Und mein Zucker? Was, in meinen Unterhosen? Das werden wir ja sehen. Drücken wir L, um das Adlerauge einzusetzen und das Ziel im Sichtfeld. Ja, mit dem Adlerauge können Sie interessante Dinge finden. Wenn Sie es benutzen, werden Tiere und Gegner in Rot sowie Zielpersonen und Missionsziele in Gold dargestellt. Drücken Sie L, um das Adlerauge zu aktivieren. Beachten Sie, dass Sie das Adlerauge nicht benutzen können, wenn Sie rennen. Okay. Wenn Sie das Adlerauge benutzen, können Sie bis zu 10 Gegner oder Tiere markieren, indem Sie einfach ansehen. Indem Sie sie einfach ansehen. Wenn sie markiert sind, können Sie diese Gegner sogar durch Wände hindurch sehen. Selbst ohne Adlerauge. Was dagegen, wenn ich mich euch anschließe? Nicht, wenn du still bist und außer Sicht. Achso, rennen ging ja nicht. Was macht der denn da? Sei leise. Fuerat, Camelos. Oh, vielleicht teilen wir uns auf, um sie zu verwirren. Das war deine beste Idee heute. Entdeckung. Bestimmte Aktionen sind illegal und erregen die Aufmerksamkeit der Wachen. Wenn die Symbole über den Kopf voll sind, greifen sie an. Okay, das ist immer schön. Buenos dias, señores. Ihr seid spät. Ja, señor. Sie, das tut uns sehr leid. Unser Captain hielt uns auf. Gratiam, iam edi, et canem, et podientes, caudaim. Cool, jetzt sieht man die aufrechte Wand. Was denn jetzt? Ja, señor. Er freut sich sehr, euch zu treffen. Er muss nur vorher noch zu einer Hinrichtung. Oh, schönen guten Tag. Ich liebe Hinrichtungen. Ja, señor. Sehr amüsant. Wenn Sie glauben, das Ding können wir los, wenn es euch beliebt. Kommen die da jetzt? Ja. Das ist ja alles rote Zone, wa? Sehr gern. Und vor allem, wenn Captain Mendoza die Haltür öffnet. Der Mann schuldet mir Geld für Sklaven, die ich ihm verkaufte. Natürlich, Senor. Captain Mendoza würde euch gerne bezahlen. Wir haben Fracht geladen. Bring mich mal hier ran. Zucker und dergleichen. Exzellent. Das Problem ist, ich werde da nicht durchkommen. Aber die gehen andere Seite wieder raus, wie es scheint. 20 Sekunden? Ja, ja. Bin auch schon wieder dran. Die Glocke, Senor. Die Hinrichtung wird bald beginnen. Dann sollten wir nicht träumen. Ja, Senor. Gehen wir. Warum rennen die denn jetzt auf einmal? Naja, ich verfolge die mal, war wird schon. Die locken mich bestimmt in den Hinterhalt. Ich habe da so ein unmutiges Gefühl. Nee, nicht darauf, um Gottes Willen. Mensch, Junge. Nimm mal schnell. So, ich bleib einfach mal dran und mal gucken. Ich bin mal weg.
Eieiei, das war knapp. Ja, ich muss da rein, ich will schon. Wie lange wird das Schauspiel dauern, Mann? Ich will nicht den ganzen Tag auf den Captain warten. Das geht ganz schnell, Senor. Captain Mendoza muss den Mann nur hängen. Und dann wird er euch euer Geld bringen. Ich will keine Real. Denkt daran. Ich will Waren, die ich verkaufen kann. Tabak, Rum, Zucker. Si, si. Wir haben guten Zucker. Kisten, die wir gestern einem fetten Engländer abnahmen. Engländer? Por el delito de motín contra tu capitán, el tribunal te sentencia a morir en la horca. Wir haben ihn im Castillo, nachdem der Mann gestern Abend einen Streit vom Zaun brach. Er floh und ließ den Zucker zurück. Sehr großzügig. Ein Anfang. Soll ich ihn dann zum Castillo begleiten? Nein, Senor. Captain Mendoza wird ihn euch schicken, glaube ich. Ihr werdet sehen. Guter Gott! Ist dieser Riese euer Captain Mendoza? Nein, Senor. Das ist El Tiburón, einer von Gouverneur Torres' Männern. So, jetzt sollen wir den Captain verfolgen. Sich das hier mal kurz hier ändert. Ist hier mal dringend durch. So, die Mädels bleiben bei mir. Das ist sehr schön. Der Garni heuert für 150 Real. Kann man hier eigentlich schneller? So, wir bleiben einfach hier bei Animus Datenbank. Castillo San Salvador della Punta. Sind hier so die üblichen. Den Schlüssel des Captains stehlen. Ach Gott, wie meint das? Wo sind der hin? Hallo? Ach, ich soll da drin jetzt. Ah, okay. Stehen bleiben. Okay, also Schlüssel klauen. Ich denke mal, wir kommen hier oben rüber. Schauen wir mal. Die Sache von oben angehen. So, irgendwelche Kollegen hier auf der Dächer? Nö. Ich denke mal, innen drin ist Oma einer, wa? Oh. Hey, geht ruhig. Soll ich runtergehen? Ist klar. Wo ist denn der? Der ist tot. Der Schlüssel bewegt sich. Das ist ungünstig. Das ist natürlich, ja. Jetzt muss ich erstmal an den Typen ran. Und den irgendwie bestehlen. Scheiße. Aha. Mahlzeit. Zum Gefängnis das Forst schleichen. Ach hey, ach hey, hier ist ja volle Hütte. So, die werden mich nicht durchlassen. So, mal gucken, ob wir hier irgendwie... Passiert ein Weg an die vorbeirenne? Aha, da komme ich hoch, okay. Die stinkig werden wir hier ein bisschen rumkraxeln, oder? Nur hoch da. Hä? Kannst du mir jetzt sehen, dass du auf dem Boden nicht hochkommst. Also. Was macht denn der hier?
Also nochmal. So. Zack. Du sollst da hoch. Steuerung ist ja wieder mal Sanella. Genau so sollst du das machen. So sollst du das nicht machen. Grrr. Ja, kannst du gleich hoch auf den Baum. So. Boah, was ist das denn? So, also richte ich mich mal richtig aus. Und dann geht er doch. So. Wie sieht's denn hier aus? Adlerauge bringt uns eine Spar. Nee. Wo genau ist denn das? Oh, da stehen auf jeden Fall Wachen. Oh. Ich werd mal hier ein bisschen rum. Weil direkt vor uns ist laut Radar auch eine Wache. Dann können wir auch einfach hier... nee, können wir nicht. Die Frage hat sich gerade beantwortet. Ah doch, der haut ab. Schön. Oh oh. Du siehst mich ja nicht mehr. Hör auf zu spinnen. Farbe der Minikarte. Ja, was wollt ihr dann machen? Wollt ihr hier mit abhängen oder was? So, nu? Ja, Junge. Tschüss dann. Dann jetzt? Ich habe hier auch keinen Bock, einfach durchzurushen. Ja, was macht dann? Was hast du da unten für ein Problem? Kommt man hier hoch? Ja. Bringt mir halt nichts, weil... So. Also wir machen erstmal eine Synchronisation. Und dann... nice. So. Todessprung, natürlich, nee, wir machen jetzt hier keinen Todessprung. Weil wir wissen ja irgendwie. Kommt man da hoch? Ja. Tja. Die Frage ist, da hinten müssen wir hin. Ich könnte jetzt hier versuchen, eben mal rundrum, aber ich sehe nicht, ob er das macht. Kann man sich hier nicht runterhangeln? Fallen lassen? Ja, geht nie. Ja, eigentlich den Plan, dass ich mich hier einfach langhangel. Boah, Junge. So habe ich mir das vorgestellt. So war das eigentlich nicht geplant.
Da ist eine Schatztruhe drin. Komme ich da rüber? Muss ja, aber. Obwohl es nicht danach aussieht. Doch. Welche Wachen hier? Ist hier eine Schatz? Tatsache. 178 Tabakdose Perle. Okay. Ist natürlich. Was ist denn die blaue da? Aha. Nicht runterfallen. Keine Scheiße machen hier. So, ich versuche jetzt mal einfach mal darüber zu springen. Wenn er mich denn lässt. Ja, so hat man das gedacht. Dann haben wir da durch Zufall auch ein Fragment. Kommen wir hier hoch? Aha. Also hoch sollte es sein, Giani. Okay, wir müssen so weit hoch. Oh, guten Tag. Mich sieht? Nee, eigentlich nicht. So, da müssen wir rennen. Wir könnten da runterfallen. Aber ich würde ganz gerne nach oben. Aber der bewegt sich nicht, scheiße. Können wir den nicht irgendwie greifen? So. Das hat uns zwar nicht weitergebracht, aber irgendwie müssen wir ja. So war das jetzt nicht geplant. Anzünden. Ich nehme mal lieber die. Oh, 8 Sekunden. So, wie weit knallt denn das? So, die Frage ist natürlich, wer darauf jetzt reagiert. Komm hier nicht hoch. Die kommt da ja noch hoch. Wir reagieren tun sie alle, wa? Gibt's hier den ganzen Weg nochmal zurück? Wird ja eigentlich nicht machen. Und die hauen doch schon wieder alle ab. Aber der Typ ist wieder da. Scheiße. Mein jetzt. Problem ist, so schnell bin ich nicht. Na, 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 nee, abrutschen. Oh. Ich tauche es mal ab. Ja, wie es noch nicht so richtig war. Wie ich das anstelle. Um ganz ehrlich zu sein. Ich möchte natürlich so unbemerkt wie möglich darin. Weil der Typ ist eigentlich so das Hauptproblem. Ja, Fall halt genau daneben hin. Spack. So war das hier. Also, nochmal ganz in Ruhe.
Noch nie so weit. Ich hab halt keine Fernkampfwaffe oder ähnliches. So, jetzt müssen wir aber treffen hier. So, und der Typ ist weg oder steht er da noch oder was macht der da? Sind da jetzt die Typen da drin oder was ist da los? Und da ist auch irgendein Ziel oder was ist das denn da? Moment. Karte. Muss ich mir genauer angucken. Das steht wahrscheinlich. Ne, steht nicht da. Ich sehe da irgendwie ein Fadenkreuz über dem Grünen da. Was ist das denn? Also ich sehe keinen. Kommt man hier oben irgendwie? Nee. Ich könnte es halt anzünden und mich dann dahinter verstecken und alle rennen hin oder so. Ja, Problem ist, ich komme hier nicht weiter. Nee, das wird so nicht. Also jedenfalls nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Die rennen zwar da alle schön hin, hilft aber nicht weiter. Sprich, wir müssen einen anderen Plan machen. Und ehe ich hier oben bin, ist der Typ schon wieder auf seinem Posten. Der Typ steht schon wieder, wa? Ja, steht zwar noch nicht, aber... Da ist er. Tja, problematisch. Wir könnten den hier runterziehen. Mann, ist aber auch alles voller Wachen hier, wa? Junge, Junge, Junge. Und da oben stehen, rennt ohne einer rum. Meine Herren. Ich warte erstmal auf den, mal gucken, ob man den irgendwie schnappen kann. An, wie weit der nach vorne kommt. Ja. So, und ich soll mir jetzt hier hoch und dann mich da durchschlängeln? Nee, nix im Moment hier. Auf hier! Auf hier! Tür öffnen. Zu dem Thema Schleichen. Kommen hier noch mehr? Nö. Ich soll muss jetzt wieder raus? Das ist ja kein Problem, wa? Jetzt gucken wir, achso, mit Bonnie oder Bonnet oder wie er heißt, sollen wir uns treffen? Wir schwimmen mal eine Runde. Können wir uns hier mal ein bisschen die Außenregion angucken. Sieht halt alles sehr schick aus. Gefällt mir. Mir hat ja schon in Assassin's Creed 3 die Seefahrer-Parts, sag ich jetzt mal, die haben ja schon sehr viel Spaß gemacht und da war mir eigentlich fast klar, dass die da irgendwas rausbringen. Entweder ein eigenständiges Spiel, aber naja, dass sie Assassin's Creed daraus gemacht haben, ja. Ja, das ist halt mit, naja, ist halt ein anderes Assassin's Creed, ne. Das muss man halt sehen. Hat mit den ursprünglichen Teilen überhaupt nicht mehr zu tun. Also, denke ich. Vielleicht gibt es hier auch irgendwann mit Templar, da habe ich ja noch keine Ahnung, wie das so... Ab und zu hat man hier mal ein paar Bugs. Hier stand gerade noch ein Angler, der jetzt auf einmal weg ist, naja. Ja, ist halt nicht mehr mit dem ursprünglichen Assassin's Creed zu vergleichen und da ist er. Mhm. Ja, und das
muss man sich bewusst sein. Und wenn man sich dessen bewusst ist, kann man dieses Spiel auch völlig vorurteilsfrei spielen. Tut mir leid wegen dem Zucker. Ich habe nur ein paar Hände. Kein großer Verlust. Ich habe noch reichlich andere Fracht, um die Reise profitabel zu gestalten. Wirst du lange hier bleiben? Ein paar Wochen, ja. Dann zurück nach Barbados, in die Tristesse des Familienlebens. Wähle nicht die Tristesse. Segle nach Nassau. Leb dein Leben, wie du willst. Habe ich nicht gehört, dass es in Nassau vor Piraten wimmelt? Das klingt irgendwie schäbig. Nicht schäbig. Befreit. Oh Gott. Das wäre ein Abenteuer. Aber nein, nein, ich bin Ehemann und Vater und trage große Verantwortung. Das Leben ist mehr als Freude und Ablenkung, Duncan. Hey, Bonnet. Ich heiße Edward in Wahrheit. Duncan ist nur ein Deckname. Ah. Ein geheimer Name für euer Geheimtreffen mit dem Gouverneur. Der Gouverneur, ja. Ich glaube, ich ließ ihn lange genug warten. Mission beendet. Optional Ziegler, Tänzerin. Nicht in Kämpfen verwickeln, haben wir leider nicht geschafft. Naja, mein Gott. 90% Erinnerungs- und Grünisation. Geben Sie uns Feedback. Nö.